Paul Fröhlich, ein Genosse, der Anfang April wie Levinet nach München gesandt wurde, beschrieb ihn in dieser Zeit so. Er hat dort eigentlich die Partei geschaffen, die bis dahin eine lose, wenig disziplinierte Gruppe war. Er war von natürlicher Bescheidenheit, versuchte nie zu imponieren. Aber alles, was er sagte, war durchdacht und er verstand es, die Dinge so einfach darzustellen, dass er schnell überzeugte. Er brachte die Genossen schnell von der Schwabinger Romantik ab. Er lehrte sie, mit der Wirklichkeit zu rechnen und zwang sie zu solider Arbeit. Damit erreichte er schnell, dass sich ihm alle unterordneten. Dabei blieb er der gute Kamerad. Lokal zu eröffnen bedeutet Hoffnung. Wir bauen hier einen Ort auf, der nicht nur gegen den Kapitalismus und sein Elend kämpft. Wir bauen auch einen Ort auf, der für eine lebenswerte Zukunft kämpft. Die Perspektive, für die wir kämpfen, ist eine sozialistische Gesellschaft, in der die Produktion von der arbeitenden Bevölkerung demokratisch kontrolliert wird, in der die wirtschaftliche Planung nicht von Konzernen wie Amazon oder BMW genutzt wird, wie es heute geschieht, um möglichst viel Profit und aus möglichst wenigen Löhnen zu machen, sondern vor allem dem Gemeinwohl dient. Das Leben ist schön. Mögen es die kommenden Generationen von allem Übel, aller Unterdrückung, aller Gewalt befreien und es in vollem Maße genießen. Das mahnt uns und das gibt uns eine Perspektive, das gibt uns auch einen Auftrag, in dieser jetzigen Situation eine andere Gesellschaft aufzubauen und dafür zu kämpfen.